Und herzlich willkommen, ich begrüße euch alle ganz herzlich, ich heiße Daniel und heute möchte ich hier wieder Far Cry 6 spielen. Ich bin wieder am Start hier und ich habe hier eine Mission. Gelange zur Spitze des Leuchtturms. Das sollte ein guter Aussichtspunkt sein, um die Blockade auszukundschaften. Okay. Das ist schon ein Kilometer von hier. Ich schätze, das ist auf dem. Das ist eine Mission hier mit dem Spy-Schiff da. Also, ich nehme schnell ein Pferd von hier und dann werde reiten. Hi, Kalutz, hi. Vamos, vamos. Polizei. Ich laufe in falsche Richtung. Ich muss in der Richtung laufen. Nicht da. Du kannst mir danken, sobald wir durch Castillos Blockade gebrochen sind. Wir sehen uns auf der anderen Seite, Danny. Los! Ganz ruhig. Ich muss hier dauert nicht mehr lange. Ich muss da bei dem Leuchtturm. Dann habe ich hier einen Weg. Sonst gibt es keinen Weg da. Ich muss jetzt nach. Achso, ich kann noch hier eine Mission hier mit. Moment mal, da gibt es hier diese Tiere hier. Genau. Ich laufe in der Richtung. Wildschweine da. Ich höre hier. Oha! Der hat mich richtig verletzt. Der hat mich richtig verletzt. So viele Wildschweine hier. War das alle, oder? Eine sollte noch hier sein. Ah.
Ich höre immer noch ein Wildschwein hier in meiner Nähe. Danny, wo bist du? Das ist unsere einzige Chance, durch die Blockade zu kommen. Ja, gleich. Beeil dich, Danny. Ja, gleich, gleich. Und alles verkaufen, dann bekommen wir richtige Geld. So. Oh, ganz schön viel Geld. Andere Richtung, muss ich. Clara, ich bin bei Castillos Schiff. Muy bien, Danny. Du verschaffst dir Zugang zu den Schiffen und überrascht sie. Julio, wo bist du? Ich bin im Leuchtturm. Ich sitze hier mit meinem Raketenwerfer und hab die Schiffe. Aber eine Waffe hier. Ich will deine Stimme hören. Eine Waffe bekommen von hier. Oh, ganz schon viel von hier gesammelt. Jetzt muss ich nach oben. Wie komme ich jetzt nach oben? Ach so. Hier einfach zack und hochziehen. Da gibt es auch etwas da zu sammeln. Und da gibt es jede Menge Sachen auf dem Schiff. Schiffe zu sammeln. Da muss ich richtig aufpassen. Weil die Gegner spielt richtig hart. Warte mal. Notizbuch. Dass deine Kamera benutzt. Pass auf. Weißt du, die Gegner sind richtig stark hier. Und ich mag nicht so gerne immer getötet werden. Ich mag lieber hier ein bisschen leicht. So. Zuerst möchte ich etwas sammeln von hier, was gab's? Ach so, oben oder wie? Und sie wäre schon fast bei den Schiffen. Wäre Lita hier, würde ich ihr die Hölle heiß machen, weil sie nichts von dir erzählt hat. Pass auf dich auf, Julio. So, ich muss jetzt auf dem Schiffe. Aber es gab etwas von hier zusammen. Ach so. Die sind hier. Ein Draht. Und was gibt's noch hier?
Was unten oder habe ich gesehen? Nein. Gibt's nicht. Okay, Julio. Pass auf, mein Bruder. Ich hau jetzt ab. So. Ui! Ja, muss vorsichtig sein. Clara, ich bin an Bord. Jetzt geht es um alles, Danny. Mach sie kalt und schreck nicht davor zurück, ihre eigenen Waffen gegen sie einzusetzen. Die Geschütztürme hauen mächtig rein. Wir haben das Gewehr verbrannt. Wir sind drauf von dir gewesen. Dann war der Kontakt zum Treibstofflager und dem Tor weg. Dann lass es an, Leute, das war nur gut. Hier ist Vasquez. Alles sauber. Nichts zu melden. Dieses Geräusch. Hier, Jimenez. In meinem Sektor ist alles ruhig. Carrillo, der Hauptmann will, dass die Vogelscheiße von der Antenne gekratzt wird. Carrillo, ich weiß, dass du mich hörst. Verstanden, Julio. Reisa deckt dich auf, Danny. Bleib in Bewegung. Gracias, Reisa. Es gibt genügend Ziele für alle, Juan. Bruder!
einfach am Leben, okay? Luftunterstützung! Nummer 1. Bei dir klingt das so einfach, Juan. Sind wir fertig? So, ich muss jetzt hoch, oder wie? Clara, wir sind fertig. Verschwinden wir. Ohne dich hätten wir das nicht geschafft, Dani. Freuen wir uns nicht zu früh. Ich bleibe zurück, bringe Sprengladungen an und sorge dafür, dass die Schiffe in die Luft fliegen. Gib Bescheid, wenn du fertig bist, Julio. Verstanden. Dani, ich bin auf dem Weg zu dir. Wo bist du, Clara? Da ist sie. Da ist Clara. Viva, lieber Tristan. Und jetzt gibt's große Explosionen hier.
Das ist Feuerwerk. Muss man dir lassen, Clara. Verdammt, du hast es geschafft. Wir haben es geschafft, Danny. So, jetzt mache ich wieder hier schwierig. Das ist der Unterschied. Was wirst du tun, wenn du in Amerika ankommst? Alejo und ich wollten Drecksjobs machen, bis wir genug Kohle haben, um eine Werkstatt zu eröffnen. Wenn uns das Embargo der Yankees eines gelehrt hat, dann wie man die Dinge mit nichts am Laufen hält. Ist das dein Traum? Klar, die Yankees mögen dich dafür bezahlen, dass du ihre Autos parkst oder ihr Obst pflückst. Aber du wirst nie einer von ihnen. Den amerikanischen Traum gibt es nicht in unserer Farbe. Okay, wenn wir schon dabei sind, unsere Träume zu zerstören, was hast du vor, nachdem du gewonnen hast, Präsident Garcia? Der nächste Präsident wird keine 6 Monate überleben, ehe man ihn ermordet. Moment, was? So sieht's aus. Werden freie Wahlen dieses Problem nicht lösen? Was ist mit deiner Liste? Es ist eine Vision, Dan. Aber ich bin nicht so naiv, wie du denkst. Diese Revolution wird Yara befreien, aber nicht heilen. Wenn wir die Hauptstadt einnehmen, wird Yara brennen. Durch einen Bürgerkrieg, Fraktionskämpfe, Warlords, von außen unterstützte Staatsstreicher. Such dir was aus. Yaraner werden eine ganze Generation lang Yara umbringen. Aha. Dieser Kampf wird den Rest meines Lebens andauern. Yara steckt in einem Teufelskreis aus Tyrannei und Revolution. Mein Job ist es, uns aufzuzeigen, wie man ihn durchbricht. Das ist gar nicht dein Traum, oder? Du musst das tun. Wie kommst du darauf? Niemand will das freiwillig. Doch, dann. Jeder, der mir folgt, der sich Libertad anschließt, entscheidet sich freiwillig. Aber weißt du, ich sehe dich wirklich schon Regale in einem dieser riesigen Yankee-Supermärkte auffüllen. Fick dich. No. Ich glaube, nur so eine kleine Uniform zu geben, mit Namensschild und vielleicht eine schicke Schürze. Lass mich aus deinen Fantasien raus, Karl. Ah, mein Buenvenidos! Heute Abend wird gefeiert. Es tut mir leid, Treffer. Was gibt es? Julio ist noch nicht zurück. Libertad wird euch wahre Yaraner umbringen! Traidores! Criminales! Puta! Mijo, der Unterschied zwischen wahren und falschen Yaranern ist oft schwer zu erkennen. Aber es gibt ihn. Ein wahrer Yaraner versteht, dass Treue zum Vaterland der Schlüssel zum Überleben ist. Nicht Gerechtigkeit, nicht Liebe. Nicht mal Familie. Die Treue zu einer Vision, die über ihn selbst hinausgeht. Komm mir da. Falsche Yaraner sind gern wie Parias. Sie sind süchtig nach ihrer Perversion. Dem Chaos, den Lügen. Wie wilde Hunde. Aber Hunde kann man erziehen, dem Paradies zu dienen. Und wenn ein Hund sich nicht erziehen lässt, so wie Julio hier, Clara Garcia, die Libertad. Dann müssen wir ihn einschläfern. Papa, ich habe verstanden. Schläfer Julio ein. Das ist ein schwieriger Schritt auf dem Weg ins Paradies. Ich verstehe das. Aber verwirklichst du unsere Vision, dann verspreche ich dir, dass so etwas nicht mehr nötig ist. Ich komme wieder. Schön. Dann genieß die Show. Thank you.
Juli hat eingecheckt. Todesbeweis. Er ist bei deiner Freundin Lita im Jenseits. Ich halte meine Versprechen. Du wolltest ein Boot, du hast ein Boot. Es ist ein schwimmendes Stück Scheiße. Wird dich an einen Strand bringen. So einen mit fetten Yankees. Ihr beide lasst mich einfach so gehen. Bullshit. Du hättest uns schon lange verraten können. Mein bester Guerrero. Ich verspreche keinen Sieg, noch nicht einmal, dass du überlebst. Was ich versprechen kann, du bist Fortunas Nummer 1. Klappt das immer? 50-50. Büro, Juan. Lieblings-Guerrero. Ich hätte gerne abgereicherten Uraniwurf. Ach, Juan, du bist ein Arschloch. In Afghanistan habe ich eine Zigarre aus Ponyscheiße geraucht. Aber ich musste nichts dafür berappen. Willst du, dass ich dir die besten Supremos und Improwaffen mache? Dann brauchst du abgereichertes Uran. Zu deinem Glück lagert Castillo seine Vorräte bei den größten Kanonen auf der Insel. Bei seinen Flugabwehranlagen. Wenn du etwas von diesem süßen Uran gefunden hast, kannst du es in mein Büro oder zu einem meiner Mitarbeiter bringen. Wenn du eine FND-Basis einnimmst, wird ein Mitglied vom Team Juan einziehen und dir Zugang zu meinem Inventar geben. Denk dran, gewisse Vorzüge sind an einen Rang geknüpft. Wenn Clara so freundlich ist, dich zu befördern, können wir dir bessere Ausrüstung geben. Halte einfach deine Pesos bereit. Auch in der Revolution gibt es nichts umsonst. Und ganz unter uns hier noch ein Guerilla-Geheimtipp. Hab ein bisschen Spaß, verdammt nochmal. Stirb mit einem Lächeln im Gesicht. Du kommst wieder. Sie kommen immer wieder. Ich habe schon neue Sachen hier, neue Waffen. Kann man hier noch etwas Upgrade machen? Ich brauche bestimmt etwas Teile da. Nicht genug Material.
bewusstlos ausgelernt. Ich saugte an den Nippeln der Verzweiflung, bis ich lernte, die Kinder zu Sobald du wieder in Santuario bist, suchst du überall nach Waffen, Munition und neuen Anhängern. Castillo ist überrascht. Das sollte so bleiben. Willkommen bei Libertad, Dani. Ich könnte jederzeit wieder gehen, aber ich bleib erstmal. Inspirierend. Befreien wir Yara. Castillo kontrolliert ganz Yara mit Soldados, Sklaven und Blut. Die Hauptstadt ist eine Hochburg. Nehmen wir Esperanza ein, ist Yara frei. Am leichtesten können wir Castillo schwächen, indem wir viele FND-Stützpunkte und Kontrollpunkte angreifen. Aber das Wichtigste ist, Esperanza zu umstellen und Castillo in seinem Käfig festzusetzen. Das heißt gezielte Operationen, die die Revolution vereinen und Libertad stärker machen. Dafür musst du es schaffen, dass sich drei Gruppen bei Libertad anschließen. Jede dieser Gruppen führt Krieg gegen einen anderen Teil von Castillos Imperium, welches von seinem inneren Kreis kontrolliert wird. In El Este beuten Eindringlinge wie McKay Global unsere Ressourcen aus und Admiral Benitez verteidigt Castillos Giftproduktion. Aber die Legenden von 67 können uns helfen, das Blatt zu wenden. Sie verstecken sich im Dschungel rund um die höchsten Berge Yaras. Ihr bester Guerillero El Tigre wartet nur darauf, dass du sie überzeugst, sich uns anzuschließen. Dann wäre da noch Valle de Oro. Es ist nicht nur das Zugpferd von Castillos Viviro-Operation, sondern auch von seiner Propagandamaschinerie. Geführt von seiner Kulturministerin Maria Marquesa. Aber ich habe ein paar alte Freunde, die unsere Gegenpropaganda organisieren können. Maximas Matanzas. Sie waren die Stimme des Protests und können Yaras Dissidenten motivieren, für Libertad zu kämpfen. Sie sind abgetaucht und wurden zuletzt in einem Fort in Balaceras gesehen. Wir müssen sie vor Castillos Truppen finden. In Madrugada hat Castillos Neffe José das Sagen. Ein Sklaventreiber, der Parias zwingt, diesen vergifteten Viviro-Tabak anzubauen. Aber die Montero-Familie führt Krieg gegen José. Sie hassen Besucher, aber ich habe von einem gewissen Mechaniker gehört, der eine Werkstatt in Costa del Mar hat. Er heißt Filibar Saga und ist sozusagen ihr Türsteher. Wenn ich du wäre, würde ich in Madrugada anfangen. Wir holen uns mit Hilfe der Monteros den Tabak zurück und drehen Castillos Viviro den Hahn ab. Du musst nur diesen Mechaniker Fili finden. Währenddessen bleibe ich hier und führe gezielte Schläge gegen Castillo in ganz Yara aus. Und ich soll all diese Fraktion dazu bringen, sich Libertad anzuschließen. Wie? Ganz einfach. Hilf ihnen. So gut du kannst. Schicke ich den ganzen Trupp, ist es eine Invasion. Schicke ich einen Speer, meine ich nicht ernst. Mit dir kriegen sie meinen besten Guerillero ohne Politik und so. Hilf uns.
Libertad nimmt die Hauptstadt. Wir schlitzen Antons Kehle auf, trinken sein Blut und so weiter. Dani muss an die Luft. Viva Libertad, Jefa. Ja, ja. Ich bin nicht Claros bester Guerillero. Das bist du. Du hörst nicht zu. Dann übersetz es mir, Juan. Der Akzent. Clara versucht es zu verbergen, aber sie stammt aus einer reichen Familie wahrer Yarana. Sie kann schießen, bluten und trinken mit uns, wie sie will. Aber den Gestank der Oberschicht wird man nicht los. Was hat das mit mir zu tun? Du bist eine Weise, Dani. Arm, aus der Gosse. Wenn sie dich sehen, sehen sie keine Politik. Sie sehen, dass sie keine Ausrede haben. Sie benutzt mich. Sie. Und umgekehrt benutzt du sie auch. Willst du Anton töten? Ja. Willst du Yara befreien? Klar willst du. Aber das hier kann Clara nicht sagen. Doch wir beide wissen es. Du willst das. Du bist Guerriero. Für uns bedeutet der Stift in der Hose bei einem Hinterhalt und der beißende Gestank von Schwefel in der Nase. Das ist... Spaß. Keine Sorge. Dein Geheimnis ist bei mir sicher. Ihre Spezialausbildung und ihre schwere Bewaffnung. Klugscheiße. Aber ja, du wurdest gewarnt. We'll be right back.
wem soll ich in Madrugada noch mal Ausschau halten? Nach Carlos Montero, dem Anführer einer Gruppe von Bauern, die ihr Land von der Armee zurückholen wollen. Aber er wird sich nie mit dir treffen. Warum? Er ist eher, was du Oldschool nennen würdest. Er mag keine Fremden und vertraut nur seiner Familie. Na toll. Keine Sorge, Willi kann dir helfen. Er ist deine Eintrittskarte. Er ist in seinem Laden in der Nähe vom Flugplatz Martinez. Oh, es wird da noch nichts geschenkt. Nichts, wofür es sich zu kämpfen lohnt. Suerte. Wirklich schön bunt hier. Bist du Fili? Ich bin Danny. No. Hier ist kein Fili. Wow, was hast du auf dem Rücken? Weißt du, wo ich ihn finde? Cerveza. Also wer hat hier... Alles dient mehr als nur einem Zweck. Kannst du eine Sekunde herkommen? Kannst du mal kommen? Hältst du das mal bitte runter für mich? Das ist ein Totmann-Knopf. Eine Bewegung? Also, warum bist du hier? Ich gehöre zu Clara von Libertad. Hat sie nicht gesagt, dass ich komme? Clara! Libertad! Du wirfst hier mit großen Namen um dich. Aber ich sehe Clara nicht. Ich sehe nur dich. Also, wieso bist du hier? Hast du Familie zu retten? Kinder? Nein. Was willst du dann überhaupt hier? Ich will meinen Finger vom Schalter nehmen. Und ich will wissen, wer mir dabei hilft, Castillo umzulegen. Okay. Du bist sicher. Du bist also Claras Held, hä? Ich bin kein Held. Julissa, es hat geklappt! Geklappt! Felis Magie, Baby! Du willst, dass wir Libertad helfen? Sprich mit Carlos Montero, unser Urgestein. Seine Familie wird unser Land retten. Ach, super, bring mich zu ihm. Nein. Schritt 1, Fili muss dich lieben. Schritt 2, die kleine Montero muss dich lieben. Die kleine Montero? Sie, die... Chorizo, komm schnell mit, Junge. La Espada, seine Tochter. Zuletzt habe ich gehört, dass sie die Paria-Plantage im Osten angreifen wollte.
Mag sie dich? Bist du dabei? Viel Glück, sie zu finden. Leisbada? Oh Mann, die hat Feuer. Oh, oh, oh. Das nächste Mal, wenn wir uns sehen, lässt du mich mit deinem irren Rucksack spielen, okay? Nein. Na gut, dann lass dich von dem Gift nicht unterkriegen. Ach, echt ein komischer Couch.
weißt schon, von der Guerilla, du würdest mich hochjagen. Oh, der Held, sieh mal an. Wie sieht die Plantage aus? Oh, du weißt schon, Zigarren, weiße Anzüge, elegante Abendessen, nur mit Waffen. Na komm schon, du Großstadtheld, du bist jetzt im Westen, das ist eine Plantage. Ein altes Gebäude mit viel Tabak drumherum. Espada sucht nach einem Teniente, also ist sie vermutlich da drin. Unter wem ist sie her? Keine Ahnung. Die Monteros halten sich bedeckt, Held. Versuch das vielleicht auch mal. Gut! Hey, Clara. Hast du dich schon mit Carlos Montero in Kontakt gesetzt? Noch nicht. Noch nicht. Offensichtlich muss ich erst seine Tochter finden. Ja, Camilla. Tue, was nötig ist. Wir brauchen die Unterstützung der Bauern, wenn wir den Besten überleben wollen. Ich rufe dich an, wenn ich Carlos getroffen habe. Das wird super, Dani. Carlos wird dich lieben. Du hast Nerven mit... Kannst du mir bitte helfen? Voy a hacer algo bueno, gracias. Ya. Ugh!